Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf dem PC hier auf der Obertal. Ja, zur 402. Folge. Sozusagen die 250. Folge auf der Obertal. Ja, so schnell sind auch 250 Folgen rum, selbst auf der Karte. Wir hatten ja erst die 400. Folge, auch da nochmal vielen, vielen Dank für die Glückwünsche, die unter dem Video drunter gestanden haben oder stehen ja immer noch drunter. Na, das wird ja perfektes Deutsch, ne? Ja, Uwe hatte schon geschrieben, sonst die 250. auf der Obertal live zu machen. Wäre eigentlich gute Gelegenheit jetzt am Samstag, ne? Aber aktuell habe ich da wenig Zeit momentan. Ja, zu viel Haushof und Garten, wie man so schön sagt, ne? Ja, aber nichtsdestotrotz, ja, wir müssen hier weiter ernten, ne? Beziehungsweise unseren ganzen Helfer wieder in Gang bringen. Ja, Cosplay-mäßig habe ich auch die Version 71 jetzt drauf. Ich hoffe mal, dass ich das vorhin noch schnell richtig gemacht habe. Sieht ja Cosplay an. Ja genau, die 71. Ich hoffe mal, dass die funktioniert oder dass es jetzt besser funktioniert. Ja, ein Problem, was ich immer noch habe, ich hatte jetzt schon meinen Spielstand gestartet und dann ohne Fahrzeuginspektor, dann habe ich... Ich sehe einfach die Trescher nicht. Also ich hatte mir einen Spielstand kopiert und das ausprobiert. Ich habe es jetzt mal ohne gestartet und jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, wenn ich es vorher gespeichert hatte, ohne Inspektor und dann wieder einschalte, dann sollte ich die Trescher wieder sehen. Warum das so ist, weiß ich noch nicht. Ob es was mit dem Absturz zu tun hat, den wir ja hier zweimal fabriziert haben, durch Cosplay eigentlich, dass wir da zweimal abgestürzt sind. Ja, weiß ich nicht. Ob es da irgendwas beschädigt hat an Safecam, keine Ahnung. So, er holt hier natürlich immer noch Karotten für die Großküche. Oder Catering-Service, wie auch immer. So, er fährt noch Stroh. Halt, das können wir gleich hier vorne reinkippen. Weil wenn man jetzt eingestellt hätten, wäre er natürlich sonst wohin gefahren. Also nicht sonst wohin, sondern sich beladen gefahren. So, er hat ja Wasser zum Pflanzenschutz gebracht. Er muss sich natürlich neu beladen. Er ist für Feld 38 hier ein Abfahrer. Da werden ja noch Zwiebeln entsprechend gerodet. Hier steht schon der zweite bereit. Sieht schon relativ voll aus, unser Zwiebelroter, aber na gut, ein bisschen was muss er noch machen, ne? Aber den stellen wir dann ein, wenn er an der Reihe ist. Wir tun erstmal hier die ganzen Abfahrer wieder in Gang setzen. Denn wir wollen ja noch einiges dreschen. Ach so, der war noch drunter gefahren hier. Der ist natürlich jetzt voll. Den nehmen wir mal hier ein Stück raus, dass er hier einen Weg findet. Dann kann der schon mal abfahren. Mit verlasse Feld, also das hat er geschnallt. Er wird zum Punkt fahren und dann wird er entsprechend den Tabak abfahren. Das ist unser Abfahrer von 34, was wir selber dreschen wollen. Hier hatten wir ja schon mal den Strohsammler zurückgeschickt. Den werden wir auch erstmal dort stehen lassen. Kalkstreuer gucken wir genauso, ob wir die dann wieder einstellen können. Also ich würde sagen, wir dreschen erstmal weiter. Wenn es dann wirklich, ich sag mal, überhaupt nicht mehr ruckelt, so ungefähr, dann könnte man vielleicht überlegen, ob wir nochmal einen Düngerstreuer oder einen einzelnen Kalkstreuer losschicken. Denn feldtechnisch ist ja noch Feld 40 zu kalken, wenn ich, also nicht nur, aber Feld 40 hätten wir ja schon mal entsprechend gedüngt, ne? Genau, sieht das aus. Feld 40 ist ja schon gedüngt, das könnte noch gekalkt werden. Und hier oben Feld 8 ist gedüngt, was gekalkt werden könnte. Aber da müssen wir gucken. Wie wir das und wann wir das machen, das weiß ich noch nicht. Es ist sicherlich, wenn nicht mehr so viele Drescher unterwegs sind, dass wir auch noch vernünftig spielen können. Ihn hat man hier zurückgeschickt, den stellen wir einfach erstmal wieder hier in der Garage rein. Er kommt mit Sicherheit nochmal zum Einsatz, darum werden wir ihn jetzt auch nicht unbedingt waschen. Das sollte schon mal funktionieren.
So, Feldspritzen brauchen wir nicht. Hier steht noch der Flug. Der bleibt ja hier oben stehen, weil wir definitiv Feld 2 flügen müssen. Ob wir dann den hier nehmen und runterschicken auf der 38, weil das Zwiebelfeld muss ja auch geflügt werden. Das sind Arbeiten, die können wir dann erledigen, wenn wir hier mit Ernte fertig sind oder nichts mehr machen können. Ich meine, heute den Tag werden wir definitiv auf 1 weiterspielen. So, den Drescher stellen wir erstmal ein. Jetzt ist er oben zu sehen, Wiegel-Inspektor. Und theoretisch, wenn ich zum nächsten Drescher wechsle, sollte er, dachte ich, nach wie vor weiter zu sehen sein, aber funktioniert nicht. Ja, ich sehe eben komischerweise die Drescher nicht im Wiegel-Inspektor. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung, warum das so ist. Nicht zu ändern. Dann ist es jetzt halt so. So, er hier ist ja auf der 36 unterwegs. Den stellen wir ebenfalls am naheliegendsten Wegpunkt ein. Natürlich noch beim Vorgewende ist klar. Er hat das Vorgewende fertig und macht hier die erste Bahn, weil deshalb nimmt er jetzt bloß eine halbe Bahn, damit er dann immer ganze Bahn hat. So, und das ist unser Drescher, den wir dann selber weiterfahren wollen. Jede Menge Abfahrer sind blockiert, da stimmt irgendwas nicht. Ja gut, die werden zwar alle jetzt warten, aber dass dann komplett alle blockiert sind. So, Zwiebelroder hat keinen Kurs mehr drin, warum das nicht? Wir hatten den zwar umbenannt, den Kurs. Dreschen 5,4 Meter, obwohl es jetzt kein Dreschen ist, ist ja eigentlich Roden. Ja, und lädt ewig. Ne, doch, passt. Da ja, können wir ihn am naheliegendsten Wegpunkt einstellen und weiterfahren lassen. Achso, der musste entladen werden, genau. So war ja, glaube ich, die letzte Aufnahme geendet, dass da ein Drescher und ein Zielroder entladen werden sollte. Sollte eigentlich dort der Abfahrer herkommen, das macht er. Das sollte hier funktionieren. So, hier könnten wir theoretisch noch Brot und Brötchen verkaufen, den lassen wir erstmal stehen. Genau, hier ist nämlich, hier ist Verklemmung, okay. Geht natürlich über der Kursplay an. Das müssen wir mal kurz umstellen gleich. Quatsch. Dort müssen wir hin. Rechtsklick deaktiviert. So, und dann holt er hier weiter Weizen aus dem Außenlager 4. Also er holt hier Stroh. Das ist natürlich schlecht, wenn, dann soll er schon Stroh mitnehmen. Müssen wir mal kurz selber beladen hier. Ja, wir sehen eben jetzt leider nicht, ob es der abgebunkert wird. Doch, er wird abgebunkert, weil der Fendt, der hingefahren ist, der hat jetzt 12.000 Liter 13, 14 Zwiebeln drin. Also das funktioniert schon. Wir sehen eben leider in Drescher, ist jetzt falsch, in Holmer sehen wir leider nicht. Warum so ist, weiß ich nicht. Ich sehe die Drescher nicht mehr oben, Wiegel-Inspektor, und ich sehe den Holmer nicht mehr. Hat zwar vorhin extra das Spiel zweimal gestartet, weil es dann eigentlich auf den anderen, was ich mir kopiert hatte, so war, dass es dann plötzlich wieder funktioniert hat. Keine Ahnung, an was das liegt. So, das sind alles Kandidaten, die jetzt eh nicht gebraucht werden. Eigentlich müssten doch, genau. Er war hier von Leermachen zurück. So, er muss hier weitermachen. Naheliegendster Wegpunkt, dann soll es weitergehen. Und dann haben wir eigentlich nur noch den Fasttrack, der ebenfalls mit dem Sammelwagen unterwegs ist. Der will natürlich hier oben irgendwo weitermachen. So, und dann müssen wir nämlich erstmal alle Helfer wieder in Gang haben.
Allzu viel ist ja auch nicht mehr einzusammeln. So naheliegendster Wegpunkt ist eingestellt. Das passt soweit. Theoretisch will er noch 14 Minuten Stroh sammeln. Plus die Zeit, die er zum Abfahren braucht. Also wird er in der Folge definitiv nicht fertig. Auch in der nächsten Folge könnte er eigentlich fertig werden. So, irgendein Treasure muss wieder abgebunkert werden. Aber wie gesagt, ich sehe leider nicht welcher. Also wenn einer eine Idee hat, an was das liegen kann, mir gerne mal unter das Video drunter schreiben, weil... Keine Ahnung. Wenn ich jetzt alle Fahrzeuge nicht sehen würde, oder wenn ich eine Fehlermeldung hätte, würde ich es ja noch verstehen. Aber Fehlermeldung, dann können wir gucken. Nee, nur... Irgendwas mit... Irgendein Rauch, der nicht stimmt. Das kommt auch von der Karte, glaube ich. Ach so, wenn wir vorhin selber ausgekippt haben... Ist natürlich, fährt er nochmal hier Stroh beladen, ja, ist egal. Und natürlich auf dem Hof blockiert worden durch einen LKW, ne? Das passt ja wieder mal alles, ne? So, wir werden uns hier unseren Treasure schnappen auf der 34 und werden da ein bisschen weitermachen. Weil wir haben zwar auch schon ordentlich was geschafft, aber wir sind halt noch nicht fertig, ne? So, brauchen natürlich erstmal entsprechend GPS, müssen wir einschalten. Dann brauchen wir natürlich wieder entsprechend einen Kurs, und zwar den hier. Dann brauchen wir automatische Breite. Da hatte mir sogar Sandro geschrieben, oh, jetzt habe ich mir nicht gemerkt, 14,24 oder 14, noch irgendwas könnte ich ruhig einstellen. Das würde er ebenfalls noch schaffen, von der Breite her. Quatsch. Wir machen mal 1, wir stellen mal auf 14,1. Die paar Zentimeter könnten wir jetzt sagen, ist zwar nicht so entscheidend, aber mal gucken. Ne? So, müssen wir natürlich die Linien entsprechend ausrichten und dann können wir ja anschalten. Rohr können wir einklappen, Pressure an und dann geht's hier los. Ja, das müssen wir dann auch alles per Hand hier wegpressen. Also nicht per Hand pressen, sondern nur wir selber fahren. Aber das sollte funktionieren. Aber wenn wir nach hier drüben gucken, nicht mehr viel über. So, jetzt weiß ich nicht, ob der Kandidat hierher gefahren kommt. Doch, der setzt sich in Bewegung da vorne. Aber ich weiß eben nicht, absolut nicht, warum. Weil 80% haben wir noch nicht. Rohr haben wir auch nicht ausgeklappt und gerufen habe ich ihn auch nicht. Aber er fährt dann, glaube ich, leider nicht unter das ausgeklappte Rohr. Das ist dann leider so. Da hier drüben sehen wir wieder nichts, welchen Monitor. Können wir eigentlich nur von Glück reden, dass wir hier mit GPS fahren, sonst wird man wieder ja nicht viel sehen. Wenn wir gewendet haben, werden wir mal das Rohr ausklappen. Bin ich mal gespannt, ob er dann auch hergefahren kommt. Momentan ist er da vorne hingefahren. Warum? Keine Ahnung. Wir sind ja da vorne gestartet. Ach so, was wir vergessen haben, einzustellen, dass wir am Vorgewende anhalten wollen. Nicht, dass er uns ja sonst wohin durchfährt, ne? Oder durchbrennt.
So, Tempomat. Uhr an und dann soll das passen. Mal gucken, ob das jetzt geht mit 14,1. Erstmal nimmt alles weg. Das sieht schon mal gut aus. Aber ich glaube, wie gesagt, Sandro hat immer, glaube ich, geschrieben 14,24. Weiß ich wieder nicht mehr. Müsste man ja rein theoretisch auch so einen Cosplay-Kurs dann mit 14 Metern oder 14,1 generieren können. Ob das dann, müsste es ja theoretisch genauso funktionieren. So, wir werden mal hier das Rohr ausklappen, mal sehen, was da passiert, ob er hergefahren kommt. Ja, man merkt eben, dass wir jetzt hier mit 5, mit 6 Erntemaschinen unterwegs sind. Es wird wieder kräftig berechnet. Entsprechend Synchro verursacht. So, 98% sind drin. Also hier müssen wir leider per Hand anhalten, weil sonst macht er eben einfach weiter. So, dann brauchen wir den da vorne. So, dann wollen wir mal ein Auto 3 Fahrer rausnehmen. Wie gesagt, warum er hierher gefahren ist, erschließt sich mir nicht. So, dann können wir ja gucken, weil Zwiebelrotor ist noch nicht ganz fertig, ne? Da unten, der ist auch schon ganz gut vorangekommen auf der 42, ne? 28 eigentlich genauso und selbst der auf der 14 mit Tabak hat da schon ordentlich was geschafft hier. 36, da müsste auch am zweiten Vorgewende sein, so wie es aussieht. Also das klappt auch entsprechend mit dem Abfahren. Der ist wahrscheinlich gerade voll, weil unten ein Abfahrer kommt hier. Da sind wir doch eigentlich ganz gut dabei. Ich denke mal, dass wir heute den heutigen Ingame-Tag auch noch hier Feld 33 runterkriegen. Also 28 wird auf alle Fälle fertig, 43, 36. Ja, dann müssen wir hier ein bisschen gucken, weil das ist ja alles jetzt hier 1, 7, 14, alles mit Maisgebiss zu ernten. Dann müsste irgendwann der von der 36 sicherlich hoch Richtung, hier oben war doch Hopfen. Den müssen wir ja mit einem normalen Schneidwerk ernten, hier auf der Oberteil, ne? Ich glaube, das war so. So, hier, der ist schon lange abgebunkert und wir trödeln hier wieder rum. Da wären wir natürlich nicht fertig, ne? Weil wir könnten natürlich jetzt hier auch einen Standardhelfer einsetzen. Das würde eigentlich genauso funktionieren und da könnten wir sonst schon vielleicht ein paar Ballen pressen, ne? Jetzt weiß ich nicht, ob er mit ein Vorgewende zurechtkommt, der Standardhelfer, oder ob er dann uns wieder die Hälfte stehen lässt. Wenn der Standardhelfer, der braucht kein GPS, ne? Der kriegt das auch so hin geradeaus fahren. So, nächste Spur.
Nee, das machen wir hier schon fertig. Weiß nicht, ob wir dann vielleicht hier drüben mit Cosplay das Ganze machen. Das könnten wir machen. Ja, leider sehen wir nicht, welcher Lexion unten entladen werden will. Aber ich vermute mal, das ist der von Feld 36, weil es wird Hafer in T8 eingeladen. Müssten die beiden hier sein. Ich meine, wir kriegen jetzt noch von Feld 34 das Stroh hier, das pressen wir ja. Feld 36... Könnten wir eigentlich auch noch eine Ballenpresse drüber schicken? Ja, im Feld 42 werden wir einen Sammelwagen einsammeln und ins Außenlager 5 fahren. Denke ich mir mal so. Das müsste eigentlich relativ zügig vonstatten gehen dann. Dann bin ich auch fast der Meinung, da sollten wir genug Stroh haben für die nächste Saison, oder? Müssen wir die anderen Felder auch noch alles abernten, das ganze Stroh? Eigentlich nicht. Weiß nicht, ob wir dieses Jahr noch unser den Klee ernten können. Das hat ja aber Verwachstumsstatus. Na, der ist hellgrün, den können wir dieses Jahr nicht mehr ernten. Glaube ich nicht. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr ab. So, hier Tempomat und Spur, dann geht's weiter. Ja, drei Bahnen, dann sollte es Ende greifbar nah sein. Meine wettertechnisch, sieht es nach wie vor gut aus am nächsten Tag, ne, würde ich sagen. Selbst auch der Samstag müsste bewölkt vonstatten gehen. Also da werden wir auch das nächste Mal nochmal ernten können am Samstag. Da werden die nächsten Felder, hoffe ich mal, erntereif sein. Denn heute Tag 5 und Tag 6, erst am ersten Herbsttag, denke ich mal, wird es weitergehen dann. Wenn man unten sieht, hier Sonnenblumen oder Soja. Vorher wird da nichts weiter passieren. Kartoffeln und Zuckerrüben, die werden vorher nicht erntereif sein. Da müssen wir dann natürlich auch nochmal gucken, dass wir da einiges runterkriegen vom Feld. Den Morgen in dem Tag, denke mal, den werden wir mehr oder weniger nutzen, die letzten Felder zu dreschen und dann vielleicht sogar schon entsprechend jetzt noch zu düngen und zu kalken. Weil Richtung Herbst müssen wir dann auch gucken, weiß nicht, wie sich es temperaturmäßig entwickelt. Achso, das sehen wir ja gut, wir sehen ja erstmal bloß bis Montag, Dienstag noch relativ warm und dann wird es schon kälter. Dass wir da auch das, was wir ansehen müssen an Früchten vor dem Winter, die sollten wir dann auch langsam ansehen. Und gucken, dass es feldmäßig so einigermaßen passt. Weil die Fruchtfolge, die werden wir nicht überall einhalten können, das glaube ich fast nicht. Das werden wir wohl nicht ganz schaffen. Aber da werden wir dann halt so, ja, ein paar Ernteverluste haben. Das ist dann halt so.
Das war knapp. Wenn unser Rohr jetzt Kollision gehabt hätte, wäre Tascha fortgeflogen. So, weiß nicht, ob wir eine ganze Bahn reinkriegen. Ja, leider nicht ersichtlich, welcher Drescher abgetankt werden will. Oben ist ein Axion unterwegs mit Rocken. Der ist komplett voll, 47.000 der Hänger. Er fährt aber immer plus 5. Ja gut, fährt 10 km/h, 9 km/h, fährt relativ langsam. Eiert der vom Feld runter. Ach, der ist noch auf dem Feld unterwegs, okay. Der kommt jetzt erst zur Straße. Er sollte dann schneller werden. Ja, aber leider sieht man nicht. Müsste ja einer... Na gut, der T8 könnte fahren. Der T8 fährt mit 35.000 Litern. Der könnte auf dem Weg sein zum Treasure auf der 36, oder? Aber so wie es aussieht, steht da der T8. Weiß nicht, wir müssen hier auch aufpassen, wir sind nicht gleich voll, sonst rasen wir nämlich hier durchs Feld, ne? Kriegen leider die Bahn nicht mehr rein. Wir brauchen hier unseren Deutz. Oh, hat wird einer einen Motor angelassen. Muss mal gucken, bei welchen Thresher das jetzt hier klemmt, weil kannst leider oben nicht ausmachen, welcher es ist. So, die lassen wir mal hier abbunkern. Machen wir mal hier diesen, dass wir... er fährt definitiv hier auf der 28. Der auf der 36 fährt aber auch. 42 ebenso. Dann bleibt hier nur... Ach Quatsch. Da steht hier auch, dass der Terratas abgetankt werden soll. Aber da kommt eigentlich auch einer. Stand da aber nicht im Glas? Na gut, das wird schon funktionieren. Ja, heute Abend ist auch unter Matchmap, ne? Mal gucken, was wir heute Abend Schönes machen mit Matchmap. Ich denke mal, wir werden noch mal richtig Geld ausgeben. Das könnte durchaus passieren. So, die Bahn machen wir hier noch fertig. Ja, und dann werden wir morgen weiter dreschen hier. Gibt so eine Sonntagsschicht, natürlich. So, ups.
Wie gesagt, dann machen wir morgen weiter hier mit Dreschen, denn das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ja, dann ist auch die 250. Folge hier auf der Oberteil rum. Also ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Dann vielleicht bis morgen, geht's hier weiter, 13 Uhr. Bis dahin und tschüss.